Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map. Und zwar ist diese Custom Map I'm Really Leaving. Und zwar ist es jetzt wieder unsere Aufgabe, aus insgesamt 10 verschiedenen Leveln zu flüchten. Und was ist das hier genau? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich hier drin gespawnt mit 2 Magma-Blöcken. Und hier ist ein Knopf. Und deswegen würde ich sagen, drücke ich jetzt hier erstmal drauf, um das Ganze zu starten. Let's go und I'm Really Leaving. Und es sieht echt schon mal echt mega heftig aus, wie das hier gemacht ist mit den Kamerafahrten. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an bei Crazy Cow MM. Und jetzt werden wir, okay, so ein bisschen, glaube ich, durch die Level geführt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt kommt noch Special Fangs. Jetzt dreht sich die Kamera nochmal so ein bisschen. Also der Anfang, der gefällt mir echt schon mal mega. Ich habe die Map mir noch nicht angeschaut. Und da bin ich mal gespannt. Oh, what the fuck? Okay, was es jetzt hier für ein, was es hier für Level gibt. Und ganz ehrlich, Leute, also was ist das schon mal für eine abfuckende Musik? Die machen wir erstmal so ein kleines bisschen leiser. Man hört es immer noch ein kleines bisschen, so ein Grillenzirpen irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber ja gut, Leute, wir schauen uns jetzt das, okay, Level hier an. Und da sind wir auch schon gespawnt in diesem Level. Und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen. Wir müssen also hier entkommen, das ist schon mal klar. Und vielleicht muss ich hier irgendwie die Lianen hoch oder so. Also was anderes könnte ich mir nicht vorstellen. Und da vorne ist ein Knopf. Oh shit, okay, Leute. Mal schauen, ob ich da irgendwie hinkommen kann. Kann ich irgendwie, Moment mal, kann ich von da hinspringen? So, ich springe mal da hoch. Und ich glaube mal, das geht nicht, oder? Kann ich irgendwie von hier dran kommen oder so? Das geht, glaube ich, auch nicht. Oder von da? Ja doch, komm, da kann ich doch auf jeden Fall lang. Und, nee, okay, hier geht's nicht weiter. Da ist einfach eine unsichtbare Wand. Und übrigens, Leute, falls ihr mehr von solchen coolen Custom Maps sehen wollt, lasst jetzt schon mal gerne eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und nee, ich glaube, da kann man echt nicht lang springen. Und da oben ist nochmal ein anderer Knopf. Vielleicht, okay, müssen wir erstmal zu diesem. Komm, das dürfen wir doch schaffen, oder? Bitte lass mich einfach dahin. Und jetzt vielleicht. Ja, oder? Ja, okay, doch, ich kann ihn drücken. Warning. Emergency Way Opening. Oh shit, was passiert jetzt? Und jetzt höre ich wieder. Was? Das Geräusch? Und jetzt bin ich hier einfach. Okay, warum? Jetzt bin ich hier in der Gefängniszelle. Und good, good, you awake. That was quite a fall you took there. Okay, das war noch nicht mal das erste Level, glaube ich, oder? Okay, da antwortet jetzt irgendjemand, keine Ahnung, aus einer Nebenzelle oder so. Ja, er fragt, dass ich neu hier bin. Okay, no, don't answer, you're still in shock. Und so weiter. Und you see, it has the combo for my door written in it or something. Und not really sure, because some guy told me. Hier steht irgendwie ein Code. Was meint der? Some guy, hey. Anyway, if you can't find a combo written on your wall somewhere, I'll get you out. Oh shit, Leute. Okay, da ist echt viel geschrieben. Und wie soll ich das überhaupt aufschreiben? Was ist das hier eigentlich alles? Und das sind einfach, okay, das sind die Tipps. Und das sind jetzt schon die Zahlen. Okay, Leute. Aber, und, oh, I forgot, here's a paper that you can write stuff on. Just name it. Ja, und dann müssen wir das Ganze in den Anvil machen. Und jetzt habe ich das natürlich schon angeklickt. Das heißt, okay, diese Zahlen sind es 3, 10 und 6. Also ich denke mal, das soll die 3 sein. Hier die 10, also in römischen Zahlen geschrieben. Aber okay, ich denke mal, steht es auch als Tipp drin. Aber gut, ich denke mal, das hätte ich auch so rausgefunden. Okay, Leute, ich hab's, glaube ich. Cool, thanks a lot, man. I'll get your door open in a bit. Okay, und ich bin einfach draußen. Oh shit, und jetzt bin ich in einem Gefängnis drin. Und ich denke mal, okay, das war so, das waren die einzigen Tipps für diese Zelle. Und keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Da oben, okay, das sind Endrods. Da liegen ein paar Spitzhacken irgendwie mega nice rum. Und so, vielleicht müssen wir auch mit denen was machen. Wir schauen uns ganz kurz erstmal so ein kleines bisschen hier was an. Was es noch so für Zellen gibt, ob es hier irgendwo einen Tipp gibt. Aber das war es jetzt, denke ich, erstmal dazu, oder? Ich glaube mal schon. Ja, komm, dann schaue ich mal, was ich mit denen hier machen kann. Emergency Door Unlock. Oh shit, können wir irgendwie hier drauf drücken? Vielleicht, ich glaube mal, ja, wir müssen die Spitzhacken doch safe irgendwie nehmen. Und da, die habe ich bekommen. Und das Ganze dann aufbauen. Kann abbauen. Okay, Concrete Powder. Das, okay, das ist irgendwie komisch. Das heißt, wir können hier nichts abbauen. Und mit Powder meinen die natürlich das hier. Klar, stimmt. Okay, das ist schon mal nicht schlecht gemacht. Und Leute, komm dann, was brauchen wir? Für was brauchen wir das Powder? Aber ich habe was bekommen. Und zwar kann abbauen Industrial Shears Eisengitter. Okay, Freunde, so, wir haben es, denke ich mal, gleich schon geschafft. Und ist es das Richtige? Ich hoffe mal. Ich baue das echt lange ab. Und Leute, komm, aber ich denke mal, ein Eisengitter reicht. Und dann, so, öffnen wir mal irgendeine Tür und komm, Leute, so, ein bisschen noch abbauen. Alter, das geht echt lange, aber ist natürlich immerhin nur eine Schere. Müssen wir auch erstmal aufbekommen, das Eisengitter ist nicht gerade leicht. Und jetzt vielleicht, ja, erstmal aktivieren. Und ich habe keine Ahnung, wo ist jetzt hier
War das Loch schon vorher da, wo es rausgeht? Und da vorne gibt es, glaube ich, einen Weg. Okay, komm, dann gehe ich jetzt gleich mal da lang. Und bisher ging es eigentlich noch, das Level, beziehungsweise, ich glaube mal, das war das erste oder zweite Level. Und ah yes, it is still your goal to leave. Okay, ich habe es noch nicht geschafft, zu entkommen. Well, have fun with this one. Okay, hier sind erstmal ein paar Kisten. Hier sind Rahmen dahinter. Und ja, mal schauen, was der Ersteller... Okay, das hat bestimmt irgendwas mit den Rahmen zu tun, was der Ersteller sich jetzt dabei gedacht hat. Und ich glaube mal, irgendwas ist in den Rahmen versteckt, oder? Also, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Man muss einfach nur, ja komm, dann baue ich die ab, überlegen. Und okay, Leute, da droppt doch safe irgendwas raus. Also, wenn da nichts rausdroppt, dann weiß ich auch nicht. Was? Okay, da kommt einfach gar nichts. Nee, ich habe jetzt 31 Rahmen bekommen. Und da ist einfach nichts rausgekommen an anderen Items. Oh shit, was ist das denn? Und, nee, okay, tatsächlich gar nicht, oder? Hier habe ich auch alles. Okay, vielleicht ist da nochmal ein anderes Secret so zwischen den Kisten oder so. Aber ich glaube mal, nee, sieht auch nicht so aus. Hier sind Redstone-Lampen. Okay, und vielleicht muss ich ja... Okay, warte, was kann ich mit den... machen. Ich kann die nirgendwo platzieren. Schade. Leute, und ich habe es jetzt endlich herausgefunden. Oh Mann, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon gesehen. Was habe ich hier auf dem Kopf? Und ich kann ja auch mal in den F5-Modus gehen. Und hier ist die Eisenspitzhacke. Okay, Leute. Und vielleicht schreibt jetzt der ein oder andere wieder, Phil, warum weißt du so schnell die Level immer nach einem Cut zufällig? Das muss ich auch wieder dazu sagen, weil es wirklich so viele in die Kommentare geschrieben haben. Ich spiele die Map so circa immer 30, 40 Minuten. Also gewöhnlich für Custom Maps, je nachdem, wie lang die natürlich geht. Und cutte das natürlich 20 Minuten runter. Das heißt, und natürlich ist es dann logischerweise nicht so, dass ich 10 Minuten nach der Lösung in dem Video suche. Wäre ein bisschen langweilig. Und jetzt bin ich hier drin. Und was muss ich hier machen? Okay, hier ist ein Hebel. Okay, ich habe mich jetzt hier durchgebaut. Alles klar, aber Leute, hier ist ein cool Music for ja, alles klar. Oh shit. Gut, wir haben hier eine geile Musik bekommen. Und, oh, wo bin ich jetzt hier? Aber Leute, die Musik, die schalten wir erstmal ein bisschen aus und... Oh, da hat sich was geöffnet und da, okay, da geht es jetzt einen Weg runter und mal schauen, wo es jetzt hier lang geht. Oh shit, Leute, es geht nach links. Oh, I forgot to tell you, the choice doesn't mean anything. I spent way too long on the pirate ship to let it go to waste. Okay, okay, die Musik ist immer noch an. Test Chamber Pirate Bay. Und jetzt sind wir auf einem Piratenschiff. Was? Want to escape a ship? Good, because you don't have a choice. Ach du Scheiße. Und, oh, das direkt, zum Glück habe ich hier reingeschaut, oder? So, wir können mal hier was aktivieren. Oder vielleicht auch nicht. Nee, okay, die Truhe. Keine Ahnung, ob die was damit auf sich hat. Aber dann schwimmen wir einfach mal jetzt das lange Schiff hier entlang. Und jetzt bin ich auch schon gleich hier. Okay, Leute, das ist echt schon ein bisschen überflutet worden. So, nicht, dass wir gleich noch kentern. Und hier sind jetzt ganz viele... Och nein, hier sind jetzt einfach ganz viele Betten. Wie sollen wir jetzt das hier machen? So, und da ist doch ein Secret bestimmt, oder? Da ist ein Knopf. Und, kann ich auf den Knopf drücken? So, habe ich es geschafft? Ich glaube mal nicht, oder? So, aber da... Okay, nee, von der Seite bekommen wir den Knopf auch nicht. Wir schauen uns jetzt erst einmal aber hier um. Und hier geht's. Okay, ja, stimmt, klar. Hier geht's wieder runter. Und vielleicht... Okay, was machen wir jetzt hier? Okay, hier geht's nach oben. Und da ist nochmal ein Item-Frame. Was ist da drin? Da ist leider nichts drin. Jetzt habe ich 32 Stück. Und, ach Leute, okay, wir können hier... Nee, hier können wir leider nicht rausspringen. Hier geht's runter. Und, Alter, das ist... Okay, keine Ahnung, wo dieses Piratenschiff ist. Wie sollen wir denn hier überhaupt erstmal entkommen? Da oben geht's auch nicht lang. Da können wir auch nicht drauf. Und vielleicht hier... Oh, shit. Okay, hier bin ich runtergeflogen. Und Leute, hier ist ein Command-Block. Ich habe keine Ahnung. Und hier geht's raus, ob das so... Fuck, ob das so richtig war. Also ich denke mal, da hat der Ersteller einfach ein bisschen was vergessen. Okay, Leute, jetzt bin ich hier mal oben. Also ich bin jetzt mal in den Game Mode 1 gegangen, weil ich da erstmal rausfliegen musste. Und ich habe keine Ahnung, da oben ist ein Knopf und ich weiß nicht, wie wir da hin... Also ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Auch gerne mal selber ausprobieren. Ich weiß nicht, wie wir zu dem Knopf kommen würden. Deswegen, ja komm, ich drücke jetzt mal hier drauf. Und wir haben jetzt so ein kleines bisschen übersprungen sozusagen, aber... Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Vorne kann man auch nichts machen. Ich bin aus der Map gebuggt. Das war auch nicht der Fehler von mir. Und let's go back to Classic. Und ich muss bestimmt hier, was das Jump-Run, das habe ich echt schon tausendmal gemacht, hier raus. Und für das, dass ich schon tausendmal gemacht habe, mache ich das ganz schön schlecht. Aber Leute, okay, ich habe es geschafft. Hier drauf springen, die Kiste öffnen, hier drauf springen. Und dann bin ich, oh shit, schon mal hier. Man muss halt wirklich nur so den Trick rausfinden. Und ja, jetzt habe ich es geschafft. Und...
Oh Mann, okay, da bin ich jetzt wieder runtergeflogen. Das wollte ich nicht. Und jetzt hier hochgehen. Und jetzt bin ich hier in so einem, okay, Level. Wo müssen wir hin? Irgendwo, okay, ja klar, ich kann hier reingehen. So, dann gehe ich mal nach da oben. Und jetzt bin ich, oh nein, das war, ja, jetzt bin ich einfach über dem Level. Das war, glaube ich, nicht so richtig. Ich gehe wirklich nochmal in jedes Minecart rein. Jetzt bin ich hier. Und ja klar, die kann man auch verschieben. Aber ich weiß nicht. Okay, jetzt bin ich hier mal reingegangen, hier. Aber das kann doch, ja, das bedeutet doch nichts, oder? Ich kann die auch, kann ich die abbauen? Ich denke mal, ja, das geht sogar auch. Und dann nehmen wir die gleich mal mit. Aber die backen sich jetzt hier rein. Okay, dann kommen, dann nehmen wir gleich mal das mit. Und nein, da ist nicht wirklich, okay, shit, das war echt wirklich aus Zufall. Da ist ein Hebel einfach, ein Knopf. Und das war echt, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also ich hätte es jetzt nach ein paar vielleicht aufgegeben, die oberen vielleicht, okay, hätte ich auch noch abgebaut. Aber da wäre ich absolut nicht drauf gekommen. Und I always think that the last puzzle should be the easiest, don't you? Und was ist hier drin? Eine Kiste. Und hier ist eine Diaspitzhacke. Und die kann Stein abbauen. Das sind einfach mehrere Kisten gewesen, da oben drüber. Und die habe ich jetzt auch nur aus Zufall geöffnet. Und das kann, okay, den Stein hier nicht abbauen. Aber Leute, wir, okay, come on, you broke the button, no what? Oh, I know, how about I put you through the hardest puzzle I can think of to craft a button? Oh, shit, okay, ach so, das härteste Puzzle wirklich, wie ich einen Button craften kann. Und natürlich ist es logisch, wenn darüber eine Kiste ist. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen mehr Stein, ist hier auch, beziehungsweise genau, sind hier auch tausende von Kisten. Und hier ist die nächste Spitzhacke. So, dann bauen wir das mal ab. Jetzt haben wir schon zwei Steine. Und ja, hier ist nochmal eine drin und ich denke mal, nur noch drei Steine sind übrig. Perfekt, dann muss ich hier nur noch dies abbauen und mal schauen. Okay, das reicht jetzt auf jeden Fall perfekt. So, und ich habe sogar zwei Kohle rausbekommen. Kann platzieren werden auf, ich denke mal, ja, einfach hier, genau, perfekt. Und dann diesen einen Stein hier reinmachen. Und dann müssen wir das nur noch braten. Und dann haben wir auch schon einen Knopf und können den, denke ich mal, da platzieren. Und das können wir gleich mal machen. Also, die Map gefällt mir auf jeden Fall echt schon mal ganz gut. Ist nice gemacht. Und ja, den kann ich hier drauf platzieren. Und ich denke mal, jetzt muss ich den Knopf drücken. Und mal schauen, was jetzt kommt. Thanks for playing. Was? Okay, so was that fun? Remember that the last puzzle is never the easiest. Oh shit, okay. Also, das war echt schon, das war doch schon ein bisschen leichter als die, das war echt schon ein bisschen leichter als die anderen. Oh, nice. Okay, ein Hinweis für eine kommende Map. Sieht schon mal echt nicht schlecht aus. Da bin ich auf jeden Fall echt mal gespannt drauf. Und diese hat mir bisher auf jeden Fall echt schon mal gut gefallen. Also, da freue ich mich auf jeden Fall auf weitere Maps. Und ihr könnt die selber auch mal gerne ausprobieren. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr auch mehr davon sehen wollt, lasst jetzt schon mal gerne eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.